Nach der Operation werden wir Sie ärztlicherseits zweimal täglich visitieren. Bei der morgendlichen Visite inspizieren wir die Wunde und werden täglich entsprechende Verbandswechsel durchführen. Wir besprechen mit Ihnen die Schmerzmedikation und allgemeine Medikation, besprechen die Krankengymnastik und koordinieren für Sie anschließend die Reha-Maßnahmen. Die einliegende Drainage wird in der Regel nach 2 bis 3 Tagen entfernt. Ist die Wunde trocken, können Sie nach 3 bis 4 Tagen auch wieder duschen. Nach der erfolgten Dusche wird das entsprechende Pflaster gegen ein trockenes Pflaster getauscht. Nach der Operation müssen Sie nicht platt auf dem Rücken im Bett liegen wie ein Käfer, sondern Sie können sich sofort auch drehen und wenden. Das ist kein Problem. Allgemein gilt für Sie, dass sich trotz optimal durchgeführter Operation bei einer nicht unerheblichen Wundhöhle ein Bluterguss ausbilden kann, der dann in den Folgetagen im Bein fußwärts absacken kann. Da die Operation allgemein mit einer Schwellneigung einhergeht, wollen wir zusammen mit Ihnen vermeiden, dass sich eine starke bis sehr starke Schwellung ausbildet und werden je nach Befund Lymphdrainage bei Ihnen durch die krankengymnastische Abteilung durchführen lassen. Dies hilft beim Abschwellen des Beines. Damit sich aber erst gar keine so große Schwellung ausbildet, können Sie auch einen entsprechenden Beitrag diesbezüglich leisten, indem Sie sich an die Regel halten: Liegen ist gut und Laufen ist gut. Stehen und Sitzen ist nicht so gut, da hierdurch der Bluterguss entsprechend der Schwerkraft weiter Richtung Fuß absacken kann. Ich sage immer: Sitzen nur zu den Mahlzeiten. Darüber hinaus möchte ich noch erwähnen, dass die Operation, obwohl sie am Kniegelenk durchgeführt wurde, nahezu immer mit einer Verlangsamung der Darmperistaltik einhergeht. Das heißt, dass aufgenommene Nahrung langsamer aus dem Magen heraustransportiert wird als gewöhnlich. In Kombination mit Schmerzmedikamenten, die initial oftmals auch ein Morphin enthalten, kann dies bei entsprechend großer Aufnahme von Nahrung zu Übelkeit führen. Teilen Sie uns das mit, wir können Ihnen entsprechende Medikamente gegen die Übelkeit verabreichen. Damit es aber am besten gar nicht dazu kommt, bitten wir Sie, möglichst kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen und möglichst eine entsprechend adäquate Flüssigkeitsmenge zu sich zu nehmen, damit der Stuhlgang weich bleibt. Am ersten Tag nach der Operation kommt bereits jemand aus der krankengymnastischen Abteilung zu Ihnen und wird Sie mobilisieren. Er wird dabei zunächst einmal schauen, wie Ihr Kreislauf auf die Operation reagiert und wie Sie mit dem Wechsel aus der horizontalen in die vertikale kreislauftechnisch zurechtkommen. Gelingt dies gut, wird bereits am ersten Tag mit der entsprechenden Mobilisierung begonnen. Die Prothese ist dabei voll belastbar, das heißt, Sie können mit der Prothese voll auf Ihr Bein auftreten. In den ersten Wochen sollen Sie aber bewusst Unterarmgehstützen verwenden. Grund hierfür ist zum einen, dass Ihr Gangbild bereits vor der Operation gestört war und Sie das Gehen quasi neu lernen müssen. Hierbei helfen Ihnen die Unterarmgehstützen, um wieder aufrecht und gerade zu gehen. Die Unterarmgehstützen dienen zum anderen aber auch als Sturzprophylaxe. Sie geben Ihnen Sicherheit, da Sie am Anfang nach der Operation eben noch nicht so sicher wieder auf den Beinen stehen, wie dann nach einigen Wochen. Wenn Sie die Muskulatur wieder entsprechend auftrainiert haben und das entsprechende Vertrauen in die Prothese zurückgewonnen haben. Der Krankengymnast, die Krankengymnastin wird mit Ihnen nach einem speziell ausgearbeiteten Plan individuell und auf Ihre Fähigkeiten abgestimmt trainieren, sodass Sie am Ende der stationären Behandlung wieder sicher an 2 Unterarmgehstützen im Krankenhaus mobil sind und auch wieder selbstständig Treppen steigen können. In den ersten 2 Tagen nach der Operation werden Sie denken, dass das, was ich Ihnen eben erzählt habe, auf Sie bestimmt nicht zutrifft und Sie es nicht schaffen werden, das Krankenhaus fußläufig allein zu verlassen. Ja, Sie gehen unmittelbar nach der Operation, und das kann man auch nicht schönreden, durch ein gewisses Tal hindurch. Die Operation stellt für Ihren Körper eine Stresssituation dar. Sie mussten für den Moment der Operation die Kontrolle über Ihren Körper anderen überlassen. Sie sind zunächst auf Hilfe angewiesen. Sie haben unter Umständen einen gewissen Schmerz und können noch nicht so richtig gut einschätzen, wie sich das nun alles bei Ihnen entwickeln wird. Gegebenenfalls haben Sie auch Ängste, über die Sie aber nicht sprechen möchten. All das kann für Sie durchaus initial sehr belastend sein. Aber das sei Ihnen an dieser Stelle gesagt, die Entwicklung danach geht steil exponentiell nach oben und die Selbstständigkeit ist in der Regel nach 3 bis 4 Tagen nach der Operation wieder gegeben. Um einer Thrombose vorzubeugen, wird Ihnen nach der Operation für 14 Tage ein Medikament verabreicht, das das Blut verdünnt. Ferner werden wir Ihnen initial Kompressionsstrümpfe anziehen, die so lange getragen werden sollten, bis die Schwellung entsprechend zurückgegangen ist. Ihre engsten Kontaktpersonen während des stationären Aufenthaltes sind die Schwestern und Pfleger,
die sich um sie kümmern und sie während des stationären Aufenthaltes begleiten. Sie bemühen sich um ihr Wohlbefinden und werden sie pflegen. An Sonn- und Feiertagen wird in unserer Kapelle ein Gottesdienst gefeiert. Sollten Sie diesen noch nicht wieder fußläufig erreichen können, kommt auf Wunsch ein ausgebildeter Kommunionshelfer zu Ihnen und feiert mit Ihnen die Kommunion. Bei Sorgen, Problemen, Fragen und allen anderen Dingen stehen Ihnen rund um die Uhr sowohl das Pflegepersonal als auch das ärztliche Personal zur Verfügung.